Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe der Medienlupe bei dnews24tv begrüßen zu dürfen. Bei mir ist der Medienlupenmann Peter Lewandowski und an ihn traditionell die allererste und überhaupt allerwichtigste Frage. Lieber Herr Lewandowski, wie geht es Ihnen? Heute immer besser, nur noch 7 Tage und dann werden wir sehen, welche Regierung wir vermutlich bekommen, obwohl sich der Trend ja schon deutlich abzeichnet, wer es unter Umständen, lieber Herr Müller, nicht werden würde, könnte. Sind Sie denn nach dem gestrigen Triell bei ProSieben, Sat.1, Kabel 1 und Galileo klüger als vorher? Nein, selbstverständlich nicht. Das Einzige, was ich tatsächlich oder was mich überrascht hat, war der professionelle Aufbau des Studios. Es war eine andere Atmosphäre, das haben die eigentlich ganz gut gemacht. Mit diesen Videoansichten von Berlin Gendarmenmarkt, glaube ich, war es gewesen. Das war gut. Auch die Einspieler waren gut. Ansonsten haben wir nichts Neues erfahren. Wie auch, warum auch. Und auch gestern fehlte, was den ganzen Wahlkampf eigentlich mitbestimmt hat, fehlte eine gewisse Dynamik in der Auseinandersetzung. Es ist jetzt aber auch schwer, weil Olaf Scholz versucht zu halten, Laschet versucht verzweifelt anzugreifen und Frau Baerbock glaubt immer noch, muss sie ja auch, dass die Grünen die stärkste Partei werden könnten. Dabei gab es gestern ja aber auch schon eine, ja, wie soll ich sagen, eine erste Koalitionsaussage von den Grünen, dass die CDU in die Opposition gehört. Und das finde ich auch interessant. Wir hatten ja gestern 2 Parteitage. Wir hatten gestern eine kleine Elefantenrunde bei Anne Will, wo man auch so gemerkt hat, wie die miteinander auch nochmal spielen, wo sich Herr Lindner jetzt auf einmal auch so ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig öffnet und auch öfters mal bei Herrn Habeck dabei war. Ich glaube, da gehen jetzt tatsächlich schon hinter den Kulissen, nicht natürlich offiziell, aber erste Sondierungen, erste Rauchfahnen, weiße Flaggen werden gehisst. Da das beim letzten oder in der Nachbetrachtung des letzten Triell eine Rolle spielte, will ich gerne anmerken, dass Herr Scholz einen entweder sehr, sehr dunkelblauen oder anthrazitfarbenen Anzug trug und eine blaue, gemusterte Krawatte. Herr Laschet trug einen mittelblauen Anzug und auch eine blaue Krawatte, die etwas dezenter gemustert war. Und Frau Baerbock trug einen schwarzen Hosenanzug, der auf mich etwas altmodisch wirkte, aber vielleicht ist das der neue Schick. Frau Linda Zervakis, Ihre Lieblingsmoderatorin, hatte einen Look an, der mich, daran können Sie sich ja nun nicht mehr erinnern, weil Sie dafür zu jung sind, an die 80er Jahre erinnerte. Während an die Kleidung von Frau von Brauchitsch kann ich mich nicht erinnern. So, jetzt haben wir das auch abgehakt. Dass ich das überhaupt erwähne und dass das auch nach dem letzten Triell so behandelt wurde, zeigt das nicht auch ein bisschen, wie inhaltsarm dieser Bundestagswahlkampf ist? Es ging gestern wieder aus meiner Betrachtung heraus um die gleichen Themen wie beim ersten und zweiten Triell, nämlich Steuern, vor allem aber Klima und ein bisschen soziale Frage, aber viele andere Themen, die die Menschen auch bewegen, vielleicht noch stärker bewegen, wurden wieder nicht erörtert. Also meine konkrete Frage ist, es gibt anscheinend gar keine inhaltliche Abstimmung der Sender. Erstes, zweites, drittes Triell, es werden immer dieselben Themenkomplexe abgehandelt. Wirkt das auf die Dauer nicht ein bisschen langweilig? Das könnte auch zu einer gewissen Verdrossenheit führen. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl war. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, wie schaffen es die Parteien, jetzt nochmal Wähler tatsächlich zu mobilisieren, was natürlich ganz stark im Interesse der CSU wäre, in Bayern eine starke Mobilisierung zu machen, aber auch der CDU. Und ansonsten muss ich sagen, ist dieser Wahlkampf, wir haben ja schon über Themen gesprochen, die nicht besprochen werden, das ist das eine, was nationale Themen angeht. Aber mein Gott, sich darüber jetzt zu streiten, ob noch eine Solarzelle aufs Dach darf oder nicht, das ist nun wirklich für eine Industrienation beschämend, weil wir natürlich auch gerade in diesen Tagen auch merken, dass wir
Die Welt ist in so einer starken Veränderung. Wo findet sich die deutsche Rolle? Europa verändert sich. Wenn wir sehen, was auf einmal aus dem Nichts für einen Streit zwischen Amerika, Frankreich, Australien, die Briten sind noch irgendwo so ein bisschen drin. Wo verortet sich Deutschland international, ist kein Thema. Wäre aber ein Thema, weil es auch ein Wirtschaftsthema ist. Gerade auch in der Globalisierung. Witzigerweise in der kleinen Runde bei Anne Will hat ausgerechnet Christian Lindner dieses Thema auch angesprochen, dass wir auch nochmal anders international denken müssten und dass wir jetzt die Chance haben, wenn wir die Präsidentschaft des G20-Gipfel oder G7-Gipfel übernehmen, dass man da auch nochmal internationale Themen tatsächlich setzen könnte. Herr Müller, Sie müssen sich entschuldigen. Ich muss gerade schauen, ob Herr Scholz anruft. Nein, er war es nicht. Herr Scholz ist ja jetzt im Bundestagsausschuss für Finanzen und redet da. Ja, das ist auch so ein großer, wissen Sie, und mir fehlt der große Bogen, auch der Bundestagsausschuss jetzt für Finanzen und die Razzia. Es gab weder eine Durchsuchung, noch gab es eine Razzia. Zum Schluss wurde tatsächlich ein Dokument ausgefüllt, wo angekreuzt wurde, es gab keine Durchsuchung. Die Herrschaften der Staatsanwaltschaft in Oldenburg sind in den Ministerien vorstellig geworden und haben Unterlagen ausgehängt. Das tut mir jetzt wirklich leid. Entschuldigen Sie bitte. Und man verhakelt sich da so ein bisschen. Und natürlich ist Herr Laschet ein bisschen aggressiver, was natürlich auch nicht zu seiner Grundeinstellung als Versöhner in irgendeiner Form passt. Und das macht den Wahlkampf mittlerweile nicht nur langweilig, sondern leider auch etwas nervig. Und das finde ich schade, weil man so das Gefühl hat, es geht eigentlich nicht mehr um die Bedürfnisse dieses Landes, auch international und auch national nicht richtig um die Interessen dieser Menschen. Das ist schade. Ich kann es auch nicht mehr hören. Rot, Rot, Grün, mein Gott, nee, ich kann Frau Esken auch nicht leiden. Es wird sowieso keine rot-rot-grüne Regierung geben. Aber das Konstruktive fehlt einfach. Die Medienlupe befasst sich ja weniger inhaltlich mit der Politik, wobei das immer spannend und interessant ist, mit Ihnen darüber zu reden, sondern es geht immer in der Medienlupe um die Darstellung der Politik in den Medien. Mhm. Können Sie denn die Performance der beiden Moderatoren nennen? Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch gestern. Jetzt unterstellen Sie mir gleich wieder, weil ich Fan von Linda Zervakis bin, was ich in Wirklichkeit jetzt nicht bin, aber es wurde ja im Vorfeld vor allem über die Frau von Brauchitsch und CDU-Nähe viel geschrieben. In der Süddeutschen gab es am Samstag einen großen Artikel. Und ich muss eigentlich sagen, ich fand die eigentlich besser als die RTL-Moderatoren, irgendwo auch sicherer als die Kolleginnen von ARD und ZDF und zum Teil auch tatsächlich origineller. Nicht nur wegen dieses Mickey-Maus-Heftes, sondern weil man auch auf die Straße gegangen ist, mal Stimmungen eingeholt hat von Leuten, diese kleinen Filmeinspieler. Es war nochmal der Versuch einer anderen Konfrontation, aber das entschuldigt nicht, dass es wieder nur diese üblichen Themen waren, die sich auch so ein Stück tatsächlich durch die Wiederholung auch abgenutzt haben. Ja. Also ich war, Sie haben mich nicht gefragt, aber ich sage es ungefragt, ein bisschen überrascht, weil ich glaube, die haben 2 Minuten zu früh aufgehört. Sind da auch zum Teil, fand ich, durchgehetzt. Irgendwie schienen sie mir froh zu sein, dass sie es über die Bühne gebracht haben. Vielleicht irre ich mich auch mit den 2 Minuten, aber ich glaube, um 45 sollte es enden. Das endet um 42 oder 43. Also das fand ich schon bemerkenswert. Für mich war eigentlich der größte Erkenntnisgewinn in diesem Triell, neben der Frage, dass Grüne und SPD offensichtlich schon einen Koalitionsvertrag geschlossen haben und die überbordende Aggressivität von Frau Baerbock, dass die Mickey-Maus-Hefte Anfang der 90er Jahre 3,50 Mark gekostet haben. 3,90, das hat mich auch überrascht. Ich dachte immer 1 Mark oder so. Ja. Das ist ja, ich weiß gar nicht, was der Stern kostet oder eine Packung Zigaretten.
Aber Mickey Mouse Heft 93 gekostet hat, fand ich schon heftig. Ja, vielleicht haben die damals auch mit Gadgets gearbeitet, dass man noch zusätzlich was bekommen hat. Oder das war eine Sonderausgabe, da hat Frau Zerwakis auch nicht so auf den Preis geguckt, wenn sie das immer im Kiosk ihrer Eltern in Harburg umsonst bekommen hat. Keine Ahnung. Ja. Aber das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich fand es dann auch die Reaktion von Herrn Laschet mit. Also, A, fand ich es gut, dass er sich an Herrn Töpfer erinnert hat, aber den als den größten parteiübergreifenden, das ist ja ein guter Mann, der Töpfer, aber der hatte mit solchen Schwierigkeiten in der Regierung Kohl auch tatsächlich zu kämpfen, dass er einem oft sehr, sehr leid getan hat. Also, Herr Lewandowski, da bitte ich aber jetzt um Fairness gegenüber Herrn Töpfer und gegenüber anderen. Erstens war es Bundeskanzler Helmut Kohl, der das Thema Umwelt so nach vorne gebracht hat, dass er ein Bundesministerium eingerichtet hat. Er hat übrigens auch ein Demografieministerium eingerichtet, das Frau Professor Ursula Lehr 2 Jahre lang leiten durfte. Und es war eben nicht ein SPD- oder Grünen-Kanzler, der sowas gemacht hat. Zweitens, seit 1998 regiert mit einer kurzen Unterbrechung von 4 Jahren die SPD in Deutschland mit. 5 Jahre davon hat sie auch den Bundeskanzler gestellt. Und Herr Scholz hat gestern den überzeugenden, überzeugten und in der Wolle gefärbten Oppositionspolitiker gegeben, als ob er noch nie Bundesminister gewesen wäre, außer wenn er unser Geld ausgeben durfte. Und auch das Umweltministerium ist, soweit ich mich erinnern kann, in jeder Merkel-Regierung, an der die SPD beteiligt war, von der SPD geführt worden. Also jetzt zu sagen, da gab es große Versäumnisse und wir werden jetzt alles besser machen, wenn ich Olaf Scholz Bundeskanzler bin, fand ich jetzt offen gestanden, ja, Nein, die schon Versäumnisse der altern und Politik, nicht sehr glaubwürdig. ja, die Versäumnisse der Politik, die sind ja, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, wir kennen ja den Club of Rome. Es wurde ja in den 70er Jahren schon davor gewarnt, was auf uns zukommen könnte. Und die Einstellung, wird schon nichts passieren, hat sich halt weitergehalten. Es hat sich ja bis in die 2000er Jahre hineingetragen. Ja. So gesehen haben Sie vollkommen recht. Aber ich meine, wenn Helmut Kohl nach 10 Jahren im Umweltministerium einrichtet, ist es okay, war das ein Feigenblatt gewesen, genauso mit dem Demografieministerium, weil, glaube ich mal, die Grauen Panther irgendwie kurz mal im Bundestag waren. Ich weiß nicht mehr, wann das so genau war. Aber wirklich gestalten, und das muss man natürlich auch der SPD und Herrn Scholz auch vorwerfen, ist von diesen Regierungsparteien tatsächlich nichts. Und das wirft man ja auch Frau Merkel vor. Ich musste heute Morgen noch mal darüber nachdenken. Man ist mit ihr verwaltungsmäßig ganz gut durch ein paar Krisen gekommen im internationalen Vergleich, aber dass man Zukunft gestaltet und man jetzt sagt, wir brauchen Aufbruch, wir haben nur noch 20 Jahre Zeit in allem, das ist natürlich auch in meinen Augen ein Blödsinn, weil man kann es auch gar nicht mal an der Zeit festmachen, sondern man muss mal ins Handeln kommen, und wir haben so einen Reformstau, dass tatsächlich was getan werden müsste. Und da sind mir viele Sachen auch leider zu unkonkret, auch von der SPD, muss man auch sagen. Stimme ich hinzu. Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten oder keine Gelegenheit hatten, weil Sie sich auf unser Gespräch vorbereitet haben, heute Morgen den Deutschlandfunk zu hören. Da hat Professor Welzel gesprochen zum Thema. Welzer. Wie viel? Welzer. Professor Welzer vom. An Welzel. Gut, also gut aufgepasst. War ein kleiner Test von mir. Also Professor Welzel, Sozialpsychologe. Und er hat gesprochen über Demografie und Wahlkampf und hat nochmal hervorgehoben, dass zwischen der älteren und den jüngeren Generationen ein großer Unterschied im Wahlverhalten besteht. Erstens, die Ältere viel häufiger, abgesehen davon, dass sie sowieso zahlreicher sind als die Jüngeren. Und sie wählen eben auch eher SPD und CDU, CSU, während die Jüngeren eher zu den Grünen neigen. Und insofern, der sprach dann auch davon, dass die Älteren klimapolitisch nicht so engagiert seien, weil sie nicht mehr so lange zu leben hätten. Die würde es nicht mehr so interessieren. Das stelle ich mal in Frage, weil als der Töpfer Bundesminister wurde, waren die eben auch 30 Jahre jünger als heute. Aber interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass Herr Laschet gestern
sehr oft hervorgehoben hat, wo die Unterschiede zwischen der CDU-CSU und der SPD bzw. den Grünen